Neue Folge Forsaken World MMO 10er Pack. Es geht schon langsam dem Ende zu. Ich musste jetzt für eine Quest hierher und ich dachte mir, das sieht schick aus. Was passiert jetzt? Werde ich da rauf teleportiert oder keine Ahnung? Ich befinde mich bei der Drachenstatue. Es ist so krass, wie weit man da rauszoomen kann. Auf jeden Fall. Da stand, ich muss in das goldene Licht, in den Goldsonnenschein und dann mit Okun sprechen. Dann mache ich das mal. Oh wow, das ist jetzt mal eine Reise. Ich bin im Grenzland angekommen. Ich dachte mir jetzt, kommt da ein Schiff, ein Boot oder was weiß ich? Aber nö, Goldsonnenschein. Ach so, das war gar nicht dieser Goldsonnenschein, sondern das war was anderes. Keine Ahnung, wo ich da gerade hinreise. Aber ist auf jeden Fall hell. Was ist hier los? Gefürchteter Kämpfer. Jetzt passt aber mal auf hier. Der ist Level 46, ich bin Level 49. Was sind die hier? Level 40. Jetzt geht er aber mal ab hier. Ich habe zwar keine Ahnung so, aber das sieht nach einem Boss aus, oder? Das ist doch definitiv irgendein Mini-Boss zumindest. Den versuchen wir jetzt einfach mal. Aber klar doch, sowas von. Wir wollen nochmal eine kleine Herausforderung sehen. Und wow, das war glaube ich eine schlechte Idee. Der ist Fernkämpfer und der brät mich ja so richtig. 99,98, nein, das muss irgendein krasser Weltenboss sein. Ich mach mal einen Abflug. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Der hat mich gestunt. Der hat mich gestunt. Nein. Komm. Ich habe noch 40 Lebenspunkte gehabt. Alter Schwede, jetzt hat mich eine Giftechse im Target. Ich weiß nicht, warum ich einen Mana-Trank genommen habe, aber zur Sicherheit einfach mal alles schlucken. Boah, ich habe Angst, ich will nicht nach hinten schauen. Okay, er ist weg. Das konnte ich gerade nicht so einschätzen, muss ich sagen. Holla, die Waldfee, war das ein Weltenboss? Den würde ich gerne mal klatschen. Aber solo wird das nichts. So, auf jeden Fall, ach kommt, was wollt ihr alle mit euren schwebenden... Moment, wir rechnen das jetzt mal ab. So, Erfahrungspunkte bekommen. Ich dachte, ich kann bei dir jetzt vielleicht verkaufen. Mann, jetzt habe ich wieder so einen Handelslauf. Wo ist denn das? Handel hier. 18.000 von... Ja, dann kann ich das ja schon... Oder? Kann ich schnapp rechnen? Ach so, wird da mein... Was? Egal. So, ich dachte, ich kann da verkaufen. Macht nichts. Wir laufen weiter. Ich suche nämlich den Okun und der dürfte hier irgendwo sein, wo dieser kleine süße Baum eingezeichnet ist auf der Karte. Das erinnert mich an damals. So vieles erinnert mich hier an damals irgendwie, weil es ja auch so ein Oldschool-MMORPG ist hier. Wir laufen einfach durch. Die werden aber schon aggro sein, oder? Nein, die greifen mich einfach nicht an. Und zwar... wir haben uns damals die Weltkarte aus EverQuest Online Adventures tatsächlich aus dem Internet runtergeladen und ausgedruckt. Auf A4-Zettel, dann einen A4-Zettel nach dem anderen zusammengeklebt mit Klebestreifen und uns danach orientiert. Denn es gab keine Ingame-Karte in dieser Art so richtig. Und da hat irgendjemand so eine Karte zusammengestellt. Die haben wir uns runtergeladen und ausgedruckt. Ja, so hat das damals funktioniert. Da war das Wort Quest Helper gab es dort noch nicht. Wer ist denn das überhaupt hier? Moment, den... Ein Steinmensch? Nein, ich werde sofort aufbrechen. So, wie sieht denn der Kollege aus? Ja, wie eine Gottheit auf jeden Fall, was auch immer diese Plattform da sein soll. Mit Jessica Biel muss ich sprechen. Ach so, das ist die direkt daneben. Nie verlorener Glaube. So, da geht es ja um Beten und Götter und Sternzeichen. Etc. pp. Level 50 erreicht. Werdet zur Legende. Naja, ich glaube, da fehlt noch so einiges, bis ich eine wahre Legende bin. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier hoffentlich ein bisschen was skillen. Dann dürfte ein Talent verfügbar sein. Das buttern wir mal, obwohl die Abklingzeit wird um eine halbe Sekunde reduziert, ob das so gut ist für mich. Ich will eher was, was direkt mehr Schaden macht oder so. Jo, sowas zum Beispiel. Okay, dann... Ich kann noch was skillen. Moment, wo sehe ich das? Ach, hier, sogar zwei neue Skills. Eine neue Fähigkeit. Noch eine. Leute, ich habe jetzt schon keinen Platz mehr auf meinen Hotbars. Eingeweideabfluss. Was kann ich da machen? Mit jeder Sekunde wird die Bewegungsgeschwindigkeit und die Zaubergeschwindigkeit des Ziels um 50% verringert. Das ist aber krass. So, und irgendwas blinkt da noch. Genau. Also, das ist erledigt. Bei Okun bekomme ich noch eine neue Mission. Die nehme ich mal an. Und hier muss ich 30 was auch immer bezwingen. Was gibt es da unten? Gold, Sonnenschein, Teleportstein.
Müsste ich mir vielleicht auch mal ansehen, oder? Das sind doch die, oder? Das Landläufer, Blut, nö, das sind, die sind woanders. Aber ich wollte mir was ansehen und zwar hier. Da kann man eventuell, 95 ist hier unten, aber 110 habe ich schon auf der Rangliste gesehen. Also mit 50, was kam da dazu? Reittier Level 50, Verstärkung übertragen, Fusionskristall, ein neuer Dungeon und der Zeitriss. Was passiert, wenn ich da klicke? Okay, NBSP, NBSP, das Thema hatten wir ja auch schon. Na gut, aber ich muss sagen, das war jetzt ein schneller Sprung, oder? Und plötzlich sind wir bei Level 40ern angelangt. Die will ich mir mal lieber einzeln, obwohl wenn ich da 30 besiegen muss, will ich mir die einzeln vornehmen. Naja, eventuell doch, sehen wir uns dann mal den neuen Skill an. Bei einem Gegner. So, ob der denn wirklich langsamer läuft? Bin ich, boah, der geht richtig weit und der Tatsache. Das ist ja mal fein. Zum Kiten ist das genial, bis die dann mal angekommen sind. Abklingzeit 90 Sekunden allerdings. Okay, da haben wir schon den Übeltäter herausgefunden. Das Ding braucht richtig lange, bis ich das wieder einsetzen kann. Und daher weht also der Wind. Aber wenn das zum Beispiel auf so einen Boss auch geht, ich meine, die sind oft immun, das stand auch schon dabei, sind immun gegen irgendwelche Stunts etc. Aber wenn ich das vorhin bei dem Boss hätte einsetzen können, dann wäre das Flüchten aber mal ein einfaches gewesen. So, und jetzt Moment ganz kurz. Ich würde sagen, wir versuchen da wieder ein bisschen was, denn ich habe den XP-Skill und obwohl das Level 40er sind, sollte zumindest der XP-Skill ja die ganzen Gegner hier doch one-shotten, hoffe ich mal. Ich weiß, dass ich mit der Tabulator-Taste auch die Gegner ins Ziel nehmen kann, aber da bekomme ich dann nicht immer genau den, den ich eigentlich haben möchte, obwohl oft dann schon. Nein, jetzt nicht. So, Moment. Ein bisschen noch. Oh, den Boss aber vielleicht nicht, oder? Ich glaube, den Boss würde er nicht one-shotten. So, und schon langsam reicht es dann auch. Den hinten vielleicht noch mitnehmen und nein, jetzt darf ich es nicht übertreiben. Auf geht's. Kavums und alle sind weg. Wie viele waren das? 15 von 30 habe ich. Ich habe aber auch schon welche ohne besiegt. Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen risikoreicher auch vorgehen können, um noch mehr davon ranzupullen. Aber ich dachte mir mal, das reicht. Denn wenn man kurz stehen bleibt und da ein bisschen getroffen wird, dann geht die Luzi schon ab. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und man sieht, durch die normalen Gegner gibt es echt wenig. Am meisten levelt man durch die ganzen Quests etc. Weil die, wenn man sich das hier kurz ansieht, Moment, jetzt achten wir mal genauer drauf, da kommen immer etliche Zahlen, aber eine davon sind die Erfahrungspunkte. Achso, er steht auch im Chat. 280 EP. Ja, aber da war es ganz kurz zu sehen. Das war ja wirklich nicht mal eine Sekunde war das da. Aber 280 EP ist natürlich nicht die Welt, wenn man das vergleicht mit einer Quest, die dann gleich gut und gerne 3 Millionen gibt, dann ist das ja eigentlich mehr als lachhaft. Also genau, deshalb glaube ich, sollte man jede Quest, die man auch nur irgendwo finden kann, mitnehmen. Soll ich mal den versuchen? Aber da ist ein Totenkopf bei seinem Level. Ich weiß nicht, ob Totenkopf einfach bedeutet, ja, wir machen uns mal rar gesät, wir machen uns mysteriös, dass du nicht herausfindest, welches Level wir haben. Oder ob das bedeutet, Totenkopf ist gleich ein höheres Level als ich. Sprich irgendwas 50 plus. Das wäre nämlich nicht so gut. Würde ich einfach mal behaupten. Denn ob ich den dann bezwingen kann, das steht auf einem anderen Blatt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so ganz einzeln ist ja auch langweilig, oder? Aber der steht hier ein bisschen doof. Ich versuche mal 2, 3, 4, na sagen wir 3 auf einmal, ob man das irgendwie ganz gut schaffen kann. So, und den da hinten noch. Und jetzt reicht es dann aber auch. Hier eventuell den Stun direkt einsetzen, dann noch, was war das, verlangsamen und so weiter. Tränke nebenbei sind kein Thema. Die Schildkröte steht einfach einen halben Kilometer weit hinten, aber offenbar beißt sie trotzdem hin. Aber ist eigentlich gut, wenn sie eine gewisse Distanz bewahrt, um da nicht sofort angegriffen zu werden. Also, ja, 3 gehen klar. Bei 5, 6 Gegnern würde ich dann schon aufpassen, aber mit meinem aktuellen Können und meiner Ausrüstung
kann ich drei machen. Ich bin mir sicher, wenn man da ein bisschen nach anderen Videos sucht, von jemandem, der von schon ein bisschen länger zockt, der zieht hier die gesamte Zone an sich und farmt die alle ab, weil wenn die wirklich nur 280 EP einzeln geben, dann lohnt sich das ja fast gar nicht. So, und hier kann ich die mit dem zum Beispiel gleich alle drei, jawohl, sehr schön, gleich alle drei ranziehen. Dann muss ich die nicht einzeln ins Target nehmen, das ist am angenehmsten, glaube ich. Hier, das ist am besten. Immer das Ziel wechseln, dass die anderen auch gut down gehen. Und dann geht das klar. So, Moment, bisschen heilen. Jetzt gab es schon länger keine Quest mehr, ich will ja nicht meckern, aber keine Quest, die was anderes zur Aufgabe hatte, außer hier beten wir mal in der Zwischenzeit. Außer Monster kloppen und irgendwo hinlaufen. Zumindest irgendwas sammeln, irgendwas anklicken. 5000 DP für das Beten hier gerade, ja. Das Thema hatten wir auch schon gerade. Die Aufteilung. Boah, so weit geht der AOE. Das war ja gerade krass. Die Animation. Oh, Moment mal. Moment mal, liebe Leute von heute. Gebt mir mal einen kurzen Augenblick der Verschnaufpause. Ich habe hier einige. Habe ich da einen dort oben? Irgendwas zieht mir da gerade. Und das gefällt mir gar nicht gut. Aber Moment mal, bin ich eigentlich schon mal draufgegangen? Nein, oder? Ich wüsste nicht mal, was da passiert. Ich meine, was wird passieren? Ich muss mich vermutlich in der Stadt oder dort, wo ich seelengebunden bin, wiederbeleben. Aber Quest erledigt, sehr schön. Ich habe noch nie den Löffel abgegeben, wie Simsala. Wenn ich mich... Warum hat der nicht aufgesattelt? Bist du noch bei Trost? So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das müssen wir aber, glaube ich, bis zur nächsten Folge auch nochmal ausprobieren. Vielleicht sogar unfreiwillig. Mal schauen. Wenn es da wirklich jetzt so weitergeht. Ich meine, eigentlich, das Spiel würde ja mittlerweile, glaube ich, erfordern, dass ich hier auch... Lass mich da mal ein bisschen rumtanzen. Und rum... Jump and runnen. Kommt man da rauf? Nicht so ganz, oder? Ich bleibe nur stecken. Nö, da kommt man nicht ganz rauf. Vielleicht doch. Oder ohne Mount? Egal, wir laufen da jetzt weiter. Genau. Was wollte ich sagen? Unfreiwillig? Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht noch drauf gehen. Bis zur nächsten Folge, das wird schon noch passieren. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Blutpakt-Kontingent, ich kann es kaum erwarten. Und hier genau, 8,2 Millionen EP. Ich meine, was sind dann 280 für einen Gegner? Selbst wenn das irgendwie mal 10 ist, ist das nicht viel. Echt krass, wie man da levelt, beziehungsweise eben auch nicht levelt. Und das kann ja nicht sein, weil wir 10 Level Unterschied haben. Das dürfte, glaube ich, nicht so krass ins Gewicht fallen. Ich habe kurz gesprochen mit dem und wieder 1,65 Millionen. Dieses Bildchen ist fertig. Das Weisheitsbildchen ist auch fertig. Fehlt noch hier ein weiteres und dann ist dieses Kapitel, glaube ich, abgeschlossen, oder? Level 45. Ich muss wieder mit jemandem sprechen. Wo führt mich der Weg jetzt hin? Boah, richtig weit. Naja, das sieht noch weiter aus, als es ist. Kann ich mir da nicht so ein Wikinger-Schiff schnappen? So ein kleines Boot oder was auch immer? Hey, Moment mal, was ist das? Gottgesandter Titan. Jetzt bin ich leider schon vorbei. Na gut. Wo laufen wir hin? Muss ich diesen Teleportstein anklicken? Ist da irgendwas in der Nähe? Ja, nö. Wir laufen da weiter. Das passt schon. Und hier plötzlich ploppen 20 Monster auf. Ui, die sind jetzt aber aggro. Das kann mir niemand erzählen. Okay. Level 94. Und das Spiel will, dass ich dahin laufe. Das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Dann hätten wir das aber auch geklärt. Die Frage, ob dieser Totenkopf angezeigt wird, wenn das Level zu hoch ist oder wenn sie es einfach mysteriös halten wollen. Denn ich glaube, ansonsten hätte ich ja diese 99 auch nicht gesehen. Was war denn das gerade? Warum stehen da Level 90er rum? Wenn ich da einfach mit Autoroute durchgelaufen wäre, wäre ich, glaube ich, jetzt hier, naja, ein paar Meter unter der Erde. Heftig. So, das ist also eine Naga. So sehen die aus, wer die nicht kennt. Irgendwie so eine Mischung aus Meerjungfrau und Schlange. So in der Art würde ich das einfach mal kurz und bündig beschreiben. Ich denke, wir sehen uns zum ersten Mal. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ey, was ist denn los? Bin ich euer Laufbursche? Ihr steht doch nebeneinander. Wenn ihr irgendwelche Streitigkeiten habt, dann bitte lasst das nicht von mir austragen, sondern
3,4 Millionen EP, es ist heftig. Habe ich das schon gesagt? Ich denke schon. Blut der Giftechse. Das hört sich nach einem kleinen Boss an. Oder einfach irgendeine davon und ein random Drop. Oder ist es ein spezieller Boss? Die Giftechse. Nö, das sieht nach einem speziellen Boss aus. Da ist sie schon, die fürchterliche Giftechse. So, aber Moment mal, wir machen... Ich setze den neuen Skill ein, der den Gegner eigentlich verlangsamt. Und dann laufe ich da mal weg, denn ich will nicht in der Mitte kämpfen, wo ich dann immer und immer wieder die ganzen Gegner ranziehe. Und jetzt geht's mal los. Die Schildkröte ist auch da. Alle sind am Start, alle sind parat. Und wir kämpfen ordentlich. Feuerwiderstand mit dem Skill senken, das müsste eigentlich das Erste sein, was man macht. So, und dann geht die auch kaputt. Genau, hier ist wieder so ein Totenkopf. Nö, kann man machen. Ist mir vorhin aber noch nie aufgefallen, dass bei diesem Bossen irgendwie so ein Totenkopf angezeigt wird. Aber da ist... Ach so, Moment mal. Das war es vielleicht doch nicht. Merkt euch, ihr müsst es füllen, bevor ihr es Gatzrott gebt. Vollfüllen. Habe ich da irgendeine Fiole erhalten? Nö. Nö, 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 nö. Das sehe ich nicht. Vielleicht ist da noch eine andere Echse irgendwo versteckt. Gift.exe. Das wäre ein lustiger Name. Benutzername für irgendwelche... Ach, hier sind Giftechsen, okay. Für irgendwelche Spiele, Webseiten, was auch immer, wo man einen Punkt verwenden kann. Gift.exe. Oder Eid.exe. Eidechse. Ja, ja, der Schilling hat manchmal doofe Ideen. Ihr müsst nicht mal Copyright angeben, ihr dürft den Namen einfach so verwenden. Beeilt euch, bevor er jetzt überall vergeben ist. Nein, ich bin mir sicher, die Idee hatten schon so einige. Mit Gift.exe. Was gibt's denn da noch? Was kann man noch mit Exe am Ende nehmen? Na egal. So, Blut der Giftechse. Schon erledigt. Alles klar, die hauen auch gut rein, muss ich sagen. Vergiften die mich oder so? Gesundheit über Zeit wiederherstellen, das ist was Gutes. Moment. Bisschen weg da. Ja, die andere hat schon gerochen. Wo der Hase läuft, starker Mana-Trank, egal, der muss jetzt liegen bleiben, denn ich laufe wieder zurück, wenn ich das richtig sehe, oder genau, zu Gatzrott. Das habe ich mal neulich in einem anderen MMORPG gelobt, dass man da eben nicht wieder genau zurück muss, sondern zum Beispiel, da ist dann der nächste NPC, genau hier bei den Giftechsen. Mit dem spreche ich dann und der gibt mir die nächste Mission, so weiter. So, dass man nicht immer wieder denselben Weg zurückgehen muss. Wieder zu diesem Questgeber. Und so weiter. Aber ja, das, ich verstehe schon. Oh, Giftmeister, was machst denn du hier? Vielleicht muss ich zu dir auch gleich. Ich verstehe schon, ist ein älteres MMORPG und das war eben damals so. Da hat man noch nicht so weit mitgedacht. Gut. Wetten, Blut der Giftechse. Gebt es mir. Als ob ich es gewusst hätte. Warum trinke ich das denn auch? Ey! Ihr seid tot! Klickt hier, um zur nächstgelegenen sicheren Zone zu gelangen. Na gut. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man den Löffel abgibt. Nämlich, man ist wieder hier bei diesem Teleportstein. Ey, hat mir der ernsthaft das Gift untergejubelt? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Da ist ein Schiff. Warum ist da ein Schiff? Und ich bin genau auf dem Berg, wo die Level 95er sind. Sehr schön. Hätte ich das irgendwie vermeiden können, oder? Steht da was im Chat? Ich will euch küssen, schreibt da jemand. Okay. Tu dir keinen Zwang an. Da stand irgendwas mit, gebt es mir. Aber ich hätte ja nichts anderes klicken können. Vielleicht hätte ich, wenn ich schnell genug gewesen wäre, einen Heiltrank verwenden können. Egal. War ja nicht so schlimm, oder? Ist jetzt meine Ausrüstung irgendwie beschädigt? Was haben wir da? Ich sehe nichts. Oh, Haltbarkeit, ja, um 10% verringert. Das geht klar, oder um 10 Punkte, wie auch immer. Das ist nicht so schlimm. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Moment mal. Trinkt dieses dann aus und wenn ihr es überlebt, dann lasse ich Melissa mit euch gehen. Boah. Ich muss es nochmal machen. Ja, Tatsache. Ist euer Ernst? Ich hätte das überleben müssen, aber wie denn? Muss ich da echt sofort einen Trank schlucken? Blut der Giftechse.
alter Verwalter vom Schalter, jetzt wartet aber mal. Ja, ich schneide das kurz raus und dann melde ich mich wieder, wenn wir beim NPC sind. Oder ich spreche mal zuerst mit der Giftmeisterin. Mal schauen. Nein. Dann nehme ich mal einen Trank. Ich sattle auch außerdem ab und jetzt mal schauen. So, heil mich mal voll. Da muss ich noch die Abklingzeit des Tranks abwarten. Wie lange hält denn das? Ganz kurz. Abkühlung 10 Sekunden und wird über 9 Sekunden hergestellt. Ich werfe jetzt einen ein, spreche mit dem. So, das ist toll. Wenn ihr es trinkt und dabei nicht sterbt, erlaube ich, ja, ihr wagt es, ich wage es. So, ich spreche nochmal mit ihm schnell und Trank nochmal nehmen. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. War das nur wegen des Tranks oder weil ich schnell gesprochen habe, bevor ich draufgegangen bin? Ja, auf jeden Fall Quest erledigt. Sehr schön. Gut, 2 von 3 erhalten. Die Gallenblase der Sandechse soll ich mir holen. Aber ich würde mal sagen, für dieses Video war es das. Ich will jetzt nicht wieder Sandechsen kloppen im Video, das mache ich dann offscreen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwerg. Oh.